Herzlich willkommen beim Marktgespräch der LS Exchange heute am Freitag, den 29. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den letzten Handelstag der Woche und des Monats, deswegen ein wenig mehr Volatilität. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und wir haben weitere Themen vorbereitet, wie zum Beispiel die DAX-Volatilität. Noch ein kleines Fazit im Nachgang an die Quartalszahlen von Apple und Amazon. Und wir schauen auf die drei Werte, die im Automobilsektor für Furore sorgen, auf Volkswagen, Traton und die Continental zusammen mit unserem Händler Erdem, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Erdem. Hallo Andreas. Ja, die letzten zwei Tage war wenig Volatilität im DAX. Da haben sich einige Händler und auch Anleger gelangweilt. Die wurden heute eines Besseren belehrt. Es kann doch noch hektisch zur Sache gehen, oder? Das ist richtig. Es kann doch noch hektisch sein. Es hat ja gestern schon angefangen, gestern Nachmittag um 14.30 Uhr. Da war ja diese EZB-Sitzung, da wurde ja bekannt gegeben, wie dann halt der nächste Fahrplan ist, wie dann halt die geldpolitische Sicht der EZB auf die Dinge ist. Und da war die Aussage halt nicht so ganz klar, deswegen hat man im DAX hat man auch eine etwas heftigere Bewegung gesehen. Die Bewegung ist im Bund Future etwas gravierender ausgefallen. Der hat sich den ganzen Tag war halt so zwischen 169,5 so im groben Rahmen dann bewegt. Und nach der Pressekonferenz 14.30 Uhr ging es in einem Rutsch runter bis auf 68, 65, glaube ich, war tagstief. Und dann ging es halt in einem Schlag nochmal wieder hoch auf 69,5. Und Hintergrund dieser Bewegung war ja halt, dass die EZB halt nicht klar gesagt hat, wie sie halt die geldpolitischen Instrumente weiter zügeln will. Man hätte dafür gehofft, dass man dann wenigstens ein paar klare Aussagen dann von ihr bekommt, ob man dann halt die Anleihenkäufe dann halt zurückführt, inwiefern sie man zurückführt und was man dann macht. Und die Christine Lagarde, die EZB-Chefin, hat dann ganz klar gesagt, also sie sieht dann momentan kein Handlungsbedarf und es sieht auch gar keine Veranlassung für die EZB, die Zinsen anzuheben. Das hat man von der Fed anders mitbekommen. Man hat gedacht, dass die EZB damit aufspringt. Das hat man nicht getan. Und sie hat dann auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, die Teuerungsrate, die wir momentan sehen, ist halt beruht darauf, dass wir halt Nachholeffekte haben und dass dann halt im nächsten Quartal das dann halt auch nicht mehr so stark ausfallen wird. Das wird auch von einem Analysten auch dann so gesehen. Weil wie gesagt, man hat doch eine klare Aussage vermisst und das hat den Markt etwas verunsichert. Und ja, heute hat man den letzten Handelstag der Woche und gestern kamen zwei Tech-Giganten mit ihren Zahlen raus. Diese Woche kam ja schon Microsoft und die Google-Mutter Alphabet mit ihren Zahlen. Die waren sehr gut, die waren besser als erwartet. Facebook war dann nicht so gut. Ja, und gestern kam halt Amazon mit Apple und die Zahlen sind dann noch erstmal negativ aufgefasst worden, weil halt die Erwartungen ganz knapp verfehlt worden sind. Bei Apple ganz knapp, bei Amazon etwas deutlicher verfehlt worden sind. Unisono war halt der Tenor, dass man halt unter diesen Lieferschwierigkeiten aus Asien leidet, besonders Apple, die wahrscheinlich von ihrem neuen iPhone 13 10 Millionen Stück weniger herstellen können als erwartet, weil sie halt unter den Chipmangel hatten. Kostet den wohl auch 6 Milliarden, ist halt schon eine ganz große Hausnummer. Bei Amazon genauso, die haben halt Probleme, Mitarbeiter zu bekommen, halt ihre Waren zu bekommen und dann die Waren auszuliefern. Das drückt natürlich alles auf das Ergebnis und verursacht Kosten. Die erste Reaktion war nach 22 Uhr, als die Zahlen kamen halt, dass die beiden Aktien im Gleichschritt fast 5% abgeschmiert sind. Aber heute Morgen zeigt man wieder fast, dass die Kurse wieder fast unverändert sind. Also man hat sich, glaube ich, dann doch wieder eines Besseren besonnen und sieht dann doch die positiven Signale in den Aktien. Ja, das sind ja auch Schwergewichte, die vielleicht der ein oder andere im Aufwärtstrend gar nicht gekauft hat und jetzt bei einem Kurzrücksetzer überlegt, ob er da einsteigen kann. So habe ich mir das zumindest erklärt. Genau. Momentan haben wir immer noch dieses Niedrigzinsumfeld. Das wird ja mit den Aussagen von gestern auch nicht besser werden auf absehbarer Zeit. Und da bleibt dann nämlich dann das Übliche, als in Aktien einzugehen und dann Amazon und Apple und Google und Facebook, das sind auch alles die Unternehmen, die dann halt auch im Nasdaq ein extrem hohes Gewicht haben und dementsprechend dann auch Wachstumsraten generieren natürlich und dementsprechend auch teuer sind. Und man geht dann halt natürlich da rein und sagt, okay, dann holen wir uns halt die Aktien, bevor uns dann nicht wissen, was wir mit dem Geld dann anfangen und dann eventuell halt irgendwie keine Renditewirtschaft. Und so sieht man halt jede Schwäche als Kaufgelegenheit dann.
Ja, das muss man sich auch nochmal im großen DAX-Bild anschauen. Also gestern standen wir ja noch um die 15.700, heute schon im Tief bei 15.500. Die Volatilität steigt damit erst einmal an und verabschiedet sich von den Tiefständen, die wir aus den letzten Monaten mitgebracht hatten. Genau, die Unsicherheit, die ist jetzt etwas größer geworden. Also wir haben heute eine Range zwischen 15.500 und 15.650. Heute Nachmittag kommen nochmal Zahlen. Um 14.30 Uhr kommen die Arbeitsmarktdaten. Um 15.45 Uhr kommt Uni Michigan. Und dann wird um, nee, Quatsch, 16 Uhr kommt Uni Michigan und 15.45 Uhr kommt der Chicago Einkaufsmanager Index. Und da erwartet man sich noch einige Bewegungen im Markt. Und deswegen ist man dann halt eher etwas abwartend, etwas zögerlich und eher auf der sicheren Seite und stellt erstmal die Position glatt. Ja, wir haben auch aus Deutschland natürlich viele Quartalszahlen bekommen, insbesondere gestern von einem der Schwergewichte von Volkswagen. Und ja, die mussten so ein Stück weit in einigen Sparten sogar rote Vorzeichen vermelden. Das ist richtig. Volkswagen, wie alle Hersteller, insbesondere die Automobilhersteller, leiden darunter, dass sie halt ihre Chips da nicht bekommen und dementsprechend auch die Autos nicht fertig gebaut bekommen. Volkswagen ist da keine Ausnahme. Bei Volkswagen hat man natürlich auch die Problematik erkannt. Volkswagen ist dann dahin gegangen, das halt dann zu kanalisieren, dass sie dann sagen, okay, wir haben eine Volumengruppe mit den Marken VW, und Skoda und Seat. Und da sind die Margen halt noch nicht so ganz hoch. Dann haben sie natürlich auf der anderen Seite die Premium-Marken wie Porsche und Audi, da haben sie natürlich extrem hohe Margen. Dass wir sagen, okay, die wenigen Chips, die wir bekommen, packen wir dann lieber in den Premium-Marken dann rein und da können wir halt unsere Erlöse dann etwas aufpeppen. Und das hat man auch natürlich auch an den Zahlen dann auch gemerkt. Also VW hat dann auch noch bekannt gegeben, dass sie dann halt immer noch drunter leiden werden. Die werden wahrscheinlich auch das vierte Quartal noch drunter leiden. Der Fahrzeugabsatz ist dann halt nicht so stark gestiegen, wie man sich so erhofft hat, weil man halt die Autos dann nicht so weit bauen kann, wie man sich das halt vorstellt. Aber trotzdem hat man geschafft, den Ertrag zu steigern auf 2,8 Milliarden Euro. Das gehört hauptsächlich daher, dass halt die Premium-Segmente dann halt gut gelaufen sind, weil man auch die Autos bauen kann. Aber auf der anderen Seite sitzen natürlich auch die Volumenhersteller, warten halt auf ihre Ware. Die können halt die Autos dann nicht fertig bauen in dem Sinne und Lieferfristen können nicht eingehalten werden. Also das ist ein ziemlich großer Rattenschwanz, der sich dann hinterher zieht. Und das hört man unisono bei allen Fahrzeugherstellern. Und momentan scheint das halt doch noch nicht behoben zu sein, das Problem. Und man will natürlich auch hinkommen, dass man dann auch seine Lieferanten, man merkt schon auch bei den Autoherstellern, dass man halt sehr, sehr abhängig geworden ist von Asien, aber nicht nur als Absatzmarkt, sondern auch als Lieferant. Und man denkt konkret darüber nach, dass man auch vielleicht auch einige Lieferbeziehungen dann außerhalb Asiens aufbauen will, damit man halt nicht nur halt einseitig dann fahren muss. Mhm. Zum Beispiel als Beispiel nehmen, der Porsche-Umsatz ist zum Beispiel ist um 10% gestiegen auf 23 Milliarden in den Monaten Januar bis September. Das operative Ergebnis um 78% auf 3,6 Milliarden. Bei Audi sieht es genauso gut aus. In den ersten 9 Monaten haben die halt 40 Milliarden Umsatz gemacht, ein Ergebnis von 3,9 Milliarden erwirtschaftet. Wenn man sich dagegen halt die Volumenmodelle anschaut, da sieht es natürlich etwas düsterer aus. Das hat alles damit zu tun, dass halt, wie gesagt, im Volumenmodell haben natürlich auch sehr viele Bestellungen, die dann momentan nicht abgearbeitet werden können. Aber auf der anderen Seite hat man halt bei den Premium-Marken natürlich auch höhere Margen, obwohl man nicht so viel Volumen dann herstellt. Und das ist dann, wie gesagt, noch tragend. Und das hat dann doch noch dazu gereicht, dass VW mit einer Gewinnwarnung dann mehr oder weniger vorbeigeschrammt ist. Wenn man das vergleicht dann mit den Premium-Herstellern wie einer Daimler, die Daimler ist ja schon auf einem 6-Jahres-Hoch heute wieder gewesen, also da sind natürlich die Margen höher und das ist dann in der aktuellen Zeit wohl die bessere Wahl. Wie sieht es denn mit der Lkw-Sparte aus? Da fällt mir eine Traton ein. Wie gesagt, ist aus der ehemaligen Lkw-Beteiligung von VW hervorgegangen. Das ja insgesamt besteht aus M1, Scania und dann halt auch der VW-Nutzfahrzeugsparte. Traton hat dann auch
jetzt im Sommer die Lkw-Marke aus den USA, die Navistar, gekauft. Das drückt natürlich jetzt auf die Rendite, weil dann halt auch dann Zahlungen dann fällig werden. Das Problem bei Traton ist genau das gleiche wie mit der Automobilsparte. Die bekommen halt die Chips nicht, die können halt die LKWs mehr oder weniger halbfertig fliegen dann auf der Halde und dann warten halt auf die Ersatzteile, damit die dann halt das dann zusammengebaut und an die Kunden geliefert werden können. Der Traton-Chef hat auch schon einer Lieferkettenhölle mal gesprochen, also ist ja schon sehr bezeichnend, wie man sich dann halt, wie man das dann halt alles dann auch sieht halt in der Vorstandsebene. Und das betrifft halt alles, was halt irgendwie motorisierte Fahrzeug ist, ist mit den ganzen Assistenzsystemen. Und da braucht man halt unheimlich viele elektronische Bauteile, die momentan halt für Geld und für gute Worte nicht zu bekommen sind. Und Traton hat eine operative Marge von 5-6% vorausgesagt. Und die hat schon im Juni eine Rendite von 5-7% angepeilt, das war schon am oberen Ende und momentan rudern die auch alle zurück. Und eine operative Marge sollte werden von 500 bis 700 Millionen, da ist man jetzt wieder zurückgegangen, man rechnet dann nur noch mit 300 Millionen. Eventuell wird es dann noch weniger werden, wenn halt die Navistar-Zahlung noch dazu kommen sollte. Also momentan ist dann halt alles etwas schwierig, man fährt auf Sicht, man weiß nicht, was morgen ist, was übermorgen ist. Und die Finanzchefin hat dann auch gesagt, dass momentan 10.000 bis 15.000 LKWs halt nicht gebaut werden können, weil die Lieferteile halt fehlen. Das ist halt momentan das große Problem, was die halt. Aber trotzdem hat man noch geschafft, den Umsatz zu erhöhen auf 21,7 Milliarden. Und der Betriebsgewinn lag dann bei 1,3 Milliarden. Das ist immer noch mit den ganzen Schwierigkeiten, die man dann zu kämpfen, das ist natürlich ordentlich Zahlen wieder vorgelegt hat. Das stimmt. Und die Zulieferer, die möchten wir natürlich auch so ein Stück weit anreißen. Und da gibt es im DAX den Vertreter Continental, der sich auch neu strukturiert. Wie geht denn das Ganze aus? Ja, Conti hat ja letzte Woche, Freitag war es, glaube ich, genau, letzte Woche Freitag hat er eine Gewinnwarnung rausgegeben. Die haben auch genau die gleichen Probleme. Die bekommen halt für ihre Assistenzsysteme dann halt auch ihre Chips nicht und außerdem bekommen die halt auch für die Reifenherstellung, was ja das klassische Geschäft von Conti ist, dann halt die Rohstoffe auch nicht geliefert. Momentan ist es so, dass halt dieses Automobilbereich halt in fünf Sparten jetzt neu gegliedert worden ist, nachdem man Vitesco dann abgespalten und an die Börse gebracht hat. Also man stellt sich halt von einem klassischen Kfz-Zubehörsteller, versucht man sich irgendwie für die Zukunft aufzustellen, halt mit den ganzen Elektrofahrzeugen. Man geht davon aus, dass man halt ganz andere Komponenten brauchen wird, was ja auch klar ist. Man braucht weniger Verbrenner, man braucht auch die ganzen Komponenten dazu nicht mehr. Und die fünf Geschäftsfelder sollen dann halt dann so sein, dass man eins hat für Fahrassistenzsysteme, ein zweites für autonomes Fahren, dann eins für Mobilitätsdienstleistungen, Einzeigung und Bedienstechnik ist die vierte und die letzte wäre dann halt Vernetzungstechnik und Hochleistungsrechner, weil man halt für die ganzen Daten, die man halt auch braucht für autonomes Fahren, muss man dann enorme Rechenleistung dann vorhalten und das muss man dann auch irgendwie auch gewährleisten können. Und mit dieser Strukturierung will Conti dann halt da Rechnung tragen und dementsprechend dann auch in Zukunft dann auch so programmieren und beziehungsweise so aufgestellt sein, dass man dann halt auch alle Felder dann bedienen. Der Kurs, der hat sich wieder ein bisschen stabilisiert, ist jetzt wieder über der 100-Euro-Marke. Das galt ja lange Zeit so ein bisschen als psychologische Marke, hat aber dennoch auf Jahressicht oder auf Sicht von diesem Kalenderjahr, lassen wir es so stehen, noch keinen Plus erreicht. Das hat noch nicht keinen Plus erreicht, aber wie gesagt, Conti hat ja auch letzte Woche die Gewinnwarnung rausgegeben. Die waren ja Anfang des Monats, waren die schon unter 90 Euro dann mal kurz gefallen. Und dann sind wir wieder bei 100 Euro. Also da ist man momentan auch, ja, wie gesagt, das eine leid, das andere freut. Darunter, wo die Automobilhersteller leiden oder Conti leiden, das erfreut natürlich die Chiphersteller. Die können natürlich in diesem Marktumfeld auch ihren Preis annehmen. Die können auch ihre Kapazitäten ausweiten. Ja, und der direkte Konkurrent im Autozulieferergeschäft von Conti, Bosch, hat ja auch gesagt, die wollen auch ihre Halbleiterkapazitäten dann erhöhen und 400 Millionen Euro in ihr Werk in Dresden nochmal investieren. Und da sieht man wieder halt, momentan bekommt man zwar keine Chips, aber man geht davon aus, dass in Zukunft halt auch die Lieferfähigkeit dann auch sehr, sehr begrenzt sein wird. Deswegen werden überall die Investitionen hochgefahren. Und nächste Woche werden auch zum Beispiel Zahlen vorgelegt von Qualcomm und NXP und das sind ja alles Halbleiterhersteller und da erhofft man sich dann halt noch mehr
Aufschluss, wie halt die Reise dann wohin gehen wird und wie sie da hingehen wird und ob man dann halt auch irgendwann mal dahin kommt und dass man dann auch diese Lieferengpässe auch lösen kann. Ja, da sind wir auch optimistisch, einfach, dass es gelingt, weil die Wirtschaft natürlich weiter voranschreiten muss, auch was den Terminkalender angeht. Denn, was schon angedeutet, heute gibt es noch einige Daten, 14.30 Uhr den Arbeitskostenindex aus den USA, die Privatausgaben und die persönlichen Einkommen, die sollen sogar zurückgehen. Also da bin ich gespannt, wie das abläuft. 14.30 Uhr, dann 16 Uhr Reuters und die Michigan Verbrauchervertrauen und kurz vor Handelsschluss an der Wall Street noch die COT-Daten, die CFTC-Netto-Position in den diversen Futures und davor natürlich heute Abend noch als Sonderformat das Webinar mit Frank Helmes. Diese Aktien sind derzeit kaufenswert. 19 Uhr wird Frank Helmes mein Gast sein. Ich freue mich da auch schon drauf und wir werden am Abend mal durch seine Datenbank blättern, welche Aktien man hier entsprechend noch auf dem Niveau oder wieder kaufen kann. Das Ganze gibt es auf verschiedenen Kanälen untermalt auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Erdem, und dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Danke, wünsche ich dir auch. Danke.